Hallo Freunde, hier ist MacGyver48 aus Foxys A-Team. Das spielt jetzt Frozen Free Fall, meine 5-jährige Tochter. Ich kommentiere einfach mal so, sie wollte gerne, dass ich mal ein Video mache. Also nicht böse sein, wenn es diesmal nicht so aussieht. Sie kapiert es schon mit die 3 rein, das war richtig. Aber die Kronen müssen ja runter und die Bälle. Ich mache das Video, weil sie jetzt wollte, dass ich das auch nochmal mache. Das soll auch gar kein Problem sein, dass wir das mal zeigen, wie sie spielt. Das Spiel basiert auch ein bisschen auf Glück an, wie die Steine halt da oben kommen, ne? Wenn die gut landen, dann... Wenn man jetzt den gelben da rechts runter zieht, dann kommt die Krone wieder ein Stück runter. Neben den roten. Ein hoch noch und dann ein rechts. Mausi. Genau. Nee, ja. Ich hatte ja nicht jetzt gedacht, ein runter. Da wäre das Stein gewesen. Aber ist okay. Lass mal. So, jetzt den blauen da unten. Einen runter. Und den nach links verziehen. Genau. So, einen runter. Super. So kriegt man das so ein bisschen hin. Wo ist denn die zweite Krone? Da ganz oben noch. Pff. Den ganz rechten roten vielleicht einen runter machen, damit die... Oder die... Ich kann dir mal einen Tipp geben. Geh mal nach rechts. Den, genau. Und jetzt nach links, links. Noch ein. Noch ein. Runter und... Also drücken. Ne, ein hoch. Wieder. Drücken und runter ziehen. So kommt die Krone noch ein Stückchen weiter runter. Super. Man sollte vielleicht auch lernen, das Spiel ein bisschen vorausschauend zu machen. Vielleicht könnte das positiv auswirken. Das ist auch ein bisschen alleine spielen. Ich kann ja nicht immer... Aber ich sehe ja so ein, zwei Züge noch, die hilfreich sein könnten. Genau, sie hat noch 21 Züge, sagt sie mir gerade. Es wird knapp und sie hat noch nichts weggeschafft. Und die anderen sind auch noch nicht zu sehen. Alles ein bisschen schwer. Ja, wunderbar. Guck mal, das hat doch gut hingehauen. Ein Glückszug, eine Krone ist damit schon weg und die Steine fallen weiter. Das war auch mal ein bisschen sehr gut gelaufen. Und da ist die nächste Kugel. Die kriegt man auch runter. Sehr schön. Sehr schön. Wie kriegt man die eine Krone da unten weg? Guck mal, sie hat sogar eine Eispickel. Ich muss kurz überlegen, was war eine Eispickel nochmal? Ja. Ich hätte ohne die grüne genommen. Also Eispickel ist ein beliebten Stein weghauen.
Sehr schön, damit ist die Kugel ziemlich weit runtergerutscht. Titel. Jetzt könnte man unten den gelben einen runter versetzen, geht die Kugel noch einen runter. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Runter. Den nach rechts machen. Drücken. Gut. Und wieder ein runter. Oh. 12 Züge noch. Was dachte ich gestern? Keine Ahnung. Gestern hatte ich echt noch wie einfach ist denn das Spiel voll schnell 11 Level geschafft. Und jetzt muss man hier aber erstmal weiterkommen, ne? Ist auch nicht so einfach. Ein nach links und dann hoch. Drücken, hoch. Super. So, jetzt kommen die anderen da auch. Da ist schon die Kugel. Ich sehe schon alle Objekte. 10 Züge noch. Runter, den runterziehen. Nein, zurück. Drücken, runter. Gut. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, das sah aber sehr knorke aus. Sie hat 7 Züge noch und fast alles weg. So, da unten könnt ihr jetzt die Grün wegkriegen. Und in der Mitte den Grün. Runter, runter, runter. Den jetzt nach rechts. Drücken und rechts. Super, damit ist die nächste Krone weg und damit ist alles weg. Danach braucht sie jetzt noch 10.000 Punkte. Hat sie auf, freier Fall. Und damit ist das Level geschafft. Hat sie das nicht gut gemacht. Sie ist besser als der alte Herr. Super, sie hat es tatsächlich geschafft. Sie hat gewonnen. Und ja, jetzt kommen wir mal irgendwie für freier Fall. Nochmal zusätzliche Punkte. Ich nehme mal schon Kaffee. Man braucht jetzt noch 10.000 Punkte. Und sie hat 77.700 Punkte. Sie hat es geschafft. Alles klar. Viel Spaß bei dieses Video. Macht ein Like. Macht einen Daumen hoch für meine Tochter. Sie hat es sehr schön gemacht. Und bis dann. Euer MacGyver48 aus.